Hallo ihr Langweiler da draußen und willkommen zurück zu Project Infinity Next Level mit Jan. Yay. Und Philipp. Jo. Und mir. Hallo. Brauchen wir noch Raspberries? Die Beeren kannst du gern mitbringen, die Büsche brauchen wir nicht. Oh, ich hab die Büsche jetzt. Auch egal. So. Ich war dabei, hier so eine affige Windturbine zu bauen, weil ich wissen will, was das ist und wie das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert, und deswegen habe ich jetzt eine gebaut. Die stelle ich jetzt direkt aus. Brauchen wir eine Steadfast-Drohne? Huh, die ist aber cool. Ja, kann deine Host schon mitbringen. Die macht Lärm, aber wir haben jetzt eine Windturbine vorm Haus. Na gut. Sieht fucking nice aus. Gefunden. So, ich brauche jetzt erstmal wieder ein Leder. Produziert zwar wirklich nicht sehr viel Strom. In welche Richtung? So, die Richtung. Oh, also du bist dir sicher, dass dein Zeug alles weg heißt, ist, oder? Ich habe gesehen, wie das alles auf dem Meteoriten gelandet ist. Ich habe mich noch gerettet, ich habe mich noch auf dem Dirtblock draufgestellt. Das war so ein Cracknerite-Ding, oder? Was für ein Meteor war das? Ja, so ein Feuermeteor halt. Ja, nicht der Eis. Ja, ja. Ja, gut, dann gehe ich da jetzt aber trotzdem nochmal hin. Ja, ja. Pass auf die Creeper auf. Bam. Doofes Huhn. Sau cool. Ich stehe auf die Windturbine. Da machen wir uns einen Windpark. Komm schon, du Scheiß. Bei dem Projekt werden wir wahrscheinlich viel Zeit haben, weil jetzt wissen wir ja, was wir nicht bauen dürfen. Weiß ich das überhaupt noch, was es war? Nein. Ich hab nachgeguckt. Hier. Die Dynamic Valve war's nicht. Nee, das war, der Combiner hat noch funktioniert. Irgendwas anderes aus dem Modpack, wo es auch den Combiner gibt. Ich weiß schon. Aus der Mod. Mechanism war es, das weiß ich auch. Nur was es war, weiß ich nicht mehr. So ein Biogenerator wäre doch auch cool, oder? Dafür brauchen wir aber zuerst einen Crusher, um Biomaterial herzustellen. Ich nehme hier mal ein paar Wassertropfen. Das heißt, wir machen auf Dauer dann so ein tightes automatisches Feld. Oh, ich habe eine Iron Glaive. Läuft. Oh, ich habe Fachspawner gefunden, ja. Das Ding macht einen Lärm, ist das lustig. Hallo, Arcane Worktable. Ach, nee. Das wollte ich nicht sagen. Was brauche ich? Metallurgic Infuser war's. Hier, zwei Öfen brauche ich dafür. Haben wir noch Kobbel irgendwo? Kobbel müssten wir... Nö. Nein, wir haben keinen Kobbel. Wir haben keinen Kobbel mehr. Wir haben keinen Kobbel mehr. Ich habe meinen komplett verbraucht, um mich wieder hochzustacken. Ach so. Aber es macht nichts. Kobbel ist ja schnell gefarmt. Ja. Ich kam gerade mal ein bisschen Dirt. Ich habe eine Pyramide gefunden, um mich wieder hochzubauen. Okay. Wenn es eine große ist, sind da unfassbar viele Mimics drin. Ich habe eine normale, so eine Vanilla gefunden. Ah, cool. Und das was war drin? Gut. Ich bin noch nicht drin. Erstmal hole ich mir Dirt, um mich wieder dann hochzubauen. Ich habe keine Spitzhacke, um da drin Sachen abzubauen. Au. Oh. So. Hätte ich, dann brauche ich so. Hier. Hoffentlich sterbe ich nicht. Aber runterfallen. Notfalls ist nicht schlimm. Bin ich ja nicht oft genug gesehen. Heute 3. Und da brauche ich noch was. Ich lande auf dem TNT. Danke. Ich habe Force mit. Irgendwie eine Bärenkralle oder sowas zum Angreifen oder sowas. Ja, mit denen kannst du so ziemlich alles relativ schnell abbauen. Ja. Läuft. Und ich habe. Die ist krass, aber. Force-Scan. Noch ein Force-Scan. Force-Sachen sind eigentlich voll nutzlos, aber die Bärenkralle ist richtig cool. Force-Shard. Bärenkralle ist eigentlich das einzig Sinnvolle, was man mit Force machen kann. Das ist Boilback. Lol. Einfach noch ein. Tasche, da habe ich noch ein Force mit. Noch ein Force Shard und ein Steel Chestplate läuft. So, ich bin jetzt dann gleich bei 1000, also negativ. Den T nehme ich nicht mit. Ich will diesen Asteroiden. Sind da so Space Creeper gespawnt? Ich hab keinen, nö. Okay. Die sind spawnen beim Abbauen, wenn du Pech hast. Ja. Oh, hier ist auch eine Pyramide, aber das ist eine mit Mimics. Man sieht's. Die ist gigantisch groß, die mit Mimics.
Ja, vor allem man sieht halt einfach so einen fetten roten Batzen auf der Map. Das auch. Das Doofe ist, ich hatte drei Dings-Scams, Drei was? drei Ach so, Hexe-Kolessenzen. Hexe-Kolessenzen. Ja, aber die sind nicht so schlimm. Die kriegt man ja Nee, da eigentlich. findet man ja An sich welche kriegt man die endlich. schnell. Du brauchst ja nur einmal diesen Turm, der nach unten geht, und du hast quasi schon eine komplette Ja. Scale-Rüstung. Ja, das Ja. stimmt. Aber den Turm muss man noch erstmal Außerdem ist die schaffen. Scale-Rüstung gar nicht mal so das Beste in diesem Mod-Pack, deswegen ist auch das nicht wirklich wild. Die Dings ist besser, oder? Die, Quantum Suit, ja klar. Ja, genau. Durch die Scale-Rüstung kannst du ja relativ schnell durch. An sich. Hier. So, dann habe ich dich und dich und dich. Und wir haben einen Metallurgic Infuser. Das heißt, wir können jetzt Stahl herstellen. Den klatsche ich einfach mal direkt neben die Windmühle und stelle mal 5 Stahl her. Wofür brauchen wir Stahl? Wofür wohl? Universalkabel. Aha. Nee, das ist nicht der Cracknorite Meteor. So. Das ist der ganz normale. Wie kriege ich aus der Windturbine den Was Strom kann denn man mit bitte dem machen? raus? Da bekommst du so Meteor Chips und die Red Meteor Genau. Gems raus. Und was kann man mit denen machen? Ja, mit denen kannst du auch diverse Sachen bauen. Aber kein Knickerite, okay. Ja, dachte ich. Ach, da kann man. Ist das nicht diese magnetischen Sachen, die man daraus craften kann? Ich glaube ja. Das ist ungünstig. Oh, ich habe User gerade. joined your channel. Hallo. Aufnahme, hallo. Oh, Und sorry. tschüss. User in your channel was kicked off the server. Lass mal in den Aufnahmeraum gehen. Ja, lass mal machen. Zieh mich bitte hinterher. Channel switched. User was moved to your channel. Danke. User was moved to your So, channel. das war vielleicht etwas dreist, dass ich ihn direkt gekickt habe, aber. Wer war denn das überhaupt? Das war der Typ, Das mit dem war wir gestern Dario, auf. Nein, oder? das war Anti-Guide. Du Okay, ich hätte es Vogel. bei der Stimme auf jeden Fall Dario vermutet, aber Nee, gut. ich nicht. Dario klingt anders. Oha. Diese Force Mitz ist ja richtig Hammer. Die baut das ja ordentlich ab. Ach, fick dich. Ich kann von Weißt du, dem. was scheiße ist? Man kann Ja. die noch glühenden Fallen Meteors, glaube ich, nicht mit einer Stone Pickaxe abbauen. Ich hatte eine Iron. Ja. Ich habe übrigens geguckt, das ist wirklich alles weg. Ja, ich habe alles gesehen, ja. Da ist irgendwo ein Dirtblock zwischen. Ja, Wir den brauchen habe ich sechs gefunden. Da Sand. war auch Ja, da habe ich mich drauf also gebaut, ja. dort Das ist war auch noch Nacht. gelegen. Ah, toll. So, ich Tja, brauche ich hätte jetzt Chocobos. gern Eisen oder so. Wofür denn das? Ja, damit ich die Red Meteor Gems sammeln kann. Ach so. Ach. Die kriegst du nur, indem du die Creeper davon tötest. Nein, nein, die droppen auch aus den noch glühenden Stücken. Ach so, ne, da habe ich keinen von bekommen. Ja, okay. Dann baue ich halt einfach mal die normalen Dinger ab und hoffe, dass ich zumindest so Meteor Chips bekomme. Dann Ja, können wir da uns kriegst du zumindest relativ schon mal viele einen von. Meteor Shield Ich bauen. habe einen Bunny gefunden. Ne, ein Rabbit heißt das hier. Bunny wäre Kaninchen, ne? Oh, dumm. Riesenunterschied zwischen Kaninchen und Hase. Ach, ich bin jetzt an derselben Stelle, wo ich vorhin war. Hey, genau, hier habe ich die Folge angefangen. Läuft bei mir. Wurde jetzt einfach 1 zu 1 resettet. Ja, genau, hier sind die Giraffen. Boah, das ruckelt Läuft bei gerade dir. extrem bei mir. Läuft nicht bei dir. Ne. Ich glaube, diesmal schon direkt in die Richtung. Da waren ja keine Chocobos. Trotzdem nervt mich das jetzt mit dem Windkraftwerk. Warum kann ich Die da denn. Geräusche oder was? Nein, dass ich den Strom. Dass ich hier unseren Metallurgic Infuser dann nicht einfach daneben stellen kann. Oder muss ich den irgendwo Bestimmtes hinstellen? Warte, ich google das mal schnell nach. Ja. Übrigens, Jan, für die Zukunft, diese Mechanism. Meteoriten, nur die noch glühenden Stücke Wind. stecken dich in Brand. Auf den Ja, ich weiß, ich komplett weiß. grauen kannst du stehen. Also. Aber ich habe einen grauen unter mir abgebaut und bin dann halt auf den glühenden raufgefallen. Ach so, ja, gut, das. Es Doof gelaufen. regnet.
Bei mir nicht. Okay. Ah, probier mal gerade neu, weil das gerade so drückt. Bottom block on the side with the propellers. Oh. Jetzt geht's wieder. Das Schöne ist, die Windturbine produziert ja auch Strom. Sehr schön. Die Windturbine müssen wir dann nur höher setzen. Ja. Weil die, je höher sie ist, mehr Strom produziert. Ja, klar, brauchen wir halt Kabel, um sie dann anschließen zu können. Das Schöne ist aber, den Metallurgic Infuser kann sie komplett alleine und zwar Tag und Nacht durchgehend mit Strom versorgen. Gut. Das ist das Angenehme an der Windturbine, die macht, produziert halt auch nachts. Die produziert 24/7 quasi. Ja. So, ich gehe jetzt einfach mal, weil ich kann, in eine Dimension rein. Viel Dimension. Oh nee, weißt du, was das hier wieder ist? Was? Ich gehe rein, überall Portale. Überall jetzt die Iron Doors. Man kann jetzt immer weiter rein und immer weiter rein. Und weil ich es kann, tue ich es einfach mal. Ja, so, der Boden hier. Findest du ja was. Hier kann ich rüber gehen. So. Ja, da, das Fies, das ist... Wow! Enemy Zombie. Oh, bin ich erschrocken. Kannst du mir doch nicht so erschreckende Zipfelklatsche. Mal gucken, wie viele schwarzen Meteor-Chips ich bekomme, bis ich keinen Bock mehr habe. Ja. Keinen Bock mehr, ich höre auf. Ich finde diese schwarzen Blöcke scheiße, die, was ist das? Kann ich abbauen. Nein! Ach du Kacke. Ich bin hier jetzt in so einem Gang und der hinter mir gehen immer mehr Pistons zu. Oh. Dann würde ich sprinten. Nein, die gehen von beiden Seiten zu. Dann würde ich erst recht sprinten. Ich kann ja einfach durchs Portal wieder raus. Nein! Ich habe einen Block abgebaut und dahinter war natürlich Lava. Okay, ich bin wieder in der anderen Dimension. Gehe ich jetzt mal durch das Portal, was hier ist. Gut, wir wollten einen Biogenerator, naja, dafür brauchen wir einen Crusher. Bin jetzt irgendwo in der Welt gespawnt. Aber ich habe Diamanten. Ein Crusher, dafür brauchen wir zwei Eimer Lava. Und wieder zurück. Und Steel Casing. Brauchen wir erstmal zwei Eimer, würde ich sagen. Das ist wahr. Ja, und das Steel Casing kriege ich mit einem Osmium gegen den Gott. Was er auch nicht mehr hat. Okay. So ein Windgenerator ist was Lustiges. Wollte ich nur mal nochmal angemerkt haben. Oh, dieser Boden, der schwarz ist, der ist so scheiße. Nein! Nein, sagst du in letzter Zeit irgendwie etwas öfter, oder? Oh. Da ist er wohl wieder im Limbo. Hallo Limbo. Hallo Limbo, lange nicht gesehen. In so einem Dimensionsportal. Oh nee, das ist. Geh rein, das macht Spaß. Ach komm, warum nicht? Ihr seid solche Vögel. Aber warum? Ich gehe da immer rein, wenn ich einen sehe. Ist ja nicht schlimm. Ah, ich habe ein Dings gefunden. Man verliert ja nicht mal Zeug drin. Eben. So, Downloading Terrain. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen leckt. Das macht ja nichts, du nimmst ja nicht auf. Ich meine, der Server hat letztes Mal aufgeleckt, als ich rausgekommen bin. So, wo bin ich? Minus 507. Ah, ich bin ein bisschen näher dran. So, wir haben jetzt eine Stromversorgung ins Haus. Oh, ich habe einen Hexagel-Essenz. Ich setze den Ofen mal neben mein Bett. Apropos, Philipp, wir haben noch kein Bett für den Jan. Ja, dann müsste man das machen.
auf Dauer mal irgendwann dann. So, was wollte ich den Crasher? Dafür brauche ich ja erst. Ganz ehrlich, ich will gerade mich umzubringen, um wieder an meine Kiste zu kommen. Da wo ich habe alle Sachen vor dem Dings in eine Kiste gepackt. Wenn du dich umbringst, kommst du auch nicht aus dem Limbo. Ich bin nicht mehr im Limbo. Ach so. Ach so. Aber ich bin jetzt irgendwo anders gespawnt, ganz weit weg. Ach ja. Was war näher an euch dabei? Ja, ich hatte zweimal diese Krallen, aber Futter, um erstmal zu euch zu kommen. Okay, das kann ich mir auch neu machen. Ja, eben. Ich bin bei minus 590. Minus 1000, minus 2000 musst du. Ja. Oh, hier ist ein Eisturm. Hallo, Eisturm. Ich hätte gerade gerne irgendwie was zu essen, aber ich habe nichts. Richtig, deswegen wollte ich mich auch erst wieder umbekommen, aber... So. Naja, selbst wenn ich sterbe, dann lande ich ja im Limbo. Das passt ja. Ja. Immer positiv denken. Ja, das ist ja okay. So, ich brauche Strings und ich brauche, Refined Glowstone sieht so stylisch aus, Alter. Bin ich gar nicht. So, lass ich mal schnell alles Wichtige da und geh schnell zwei andere Lava holen. Ich hab hier zwei Stacks Liquid Poison. Ich hatte davon 10 im Inventar, als ich gestorben bin. 10 Stacks? Mitnehmen? 10 Stacks. Mitnehmen? Ja, mach mal. Die Portal Gun muss ich mitnehmen, weil damit, das ist meine kann Sicherheit, wieder nach Hause zu machen? Kommen. Das ist einfach, wenn du Gift, ist halt flüssig, das kannst du auf den Boden setzen, wie Wasser oder so, und ist halt Gift. Ich hatte davon 10 Stacks. Trollolol. Lenn. Und ich habe die aber nacheinander immer wieder weggeschmissen. Also Enchanted Books brauchen keine, oder? Nee, also nicht wirklich. Also nein, also... Ja, na Pferde, soll ich euch stupsen oder soll ich euch kuscheln? Kuschel sie und stups sie dabei ein paar Mal an. Lass ich mal hier so ein bisschen Scheiße da. Warum habe ich gerade ein Pferd gehört? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil bei dir auch irgendwo welche rumrennen. Ich bin in der Mine, aber egal. Oh, was doof ist, ich habe jetzt keinen Rubber Sapling mehr. Das ist ja auch weg. Ach, scheiße. Das ist allerdings blöde. Auf meinem weiten Weg finde ich sicherlich noch welche. Bin jetzt gerade in einem Dschungel. Oh, ja. Mich hässlich finde. Das habe ich gut gemacht. Ich will nach raus. Nein, will ich eigentlich nicht. Aber ich kann mal daheim gehen. So. Wenn ich das nächste Mal sterbe, dann weiß ich ja. Aber ich würde sagen, wenn euch die Folge nicht so abgelangweilt hat, dann lasst doch eine Bewertung da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss. Ciao.